Mein Name ist Stefan Armenti. Ich bin Vater von zwei Töchtern. Ich lebe hier in der Stadt Solothurn, in der schönsten Barockstadt der Schweiz, und arbeite bei der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde als Vizepräsident. Ich war Masterstudent von der ersten Stunde. Ich bin 2007 fertig geworden mit meinem Bachelorstudium und habe dann gefunden, jetzt muss etwas weitergehen. Ich wollte mich eigentlich noch weiterentwickeln und habe mich dann, gerade wo die ersten Anmeldungen gekommen sind, wo man gesehen hat, wie das denn ungefähr wie das aussieht als Masterstudium, habe ich mich kurz entschlossen angemeldet und bin eingestiegen 2008. Ich habe sie Teilzeit gemacht. Ich habe immer gearbeitet nebenan, ich habe sehr unterschiedliche Pensen gearbeitet, wahrscheinlich, denke ich, gesamt grosso modo zwischen 60% und 80% habe ich immer noch nebenan gearbeitet. Das war rückblickend sehr ein guter Entscheid. Man kann das durchaus sagen, es ist nicht ein einfaches Studium. Also ich musste dafür arbeiten. Ich konnte mich vertiefen in wahnsinnig viele zusätzliche Wissensbestände. Ich konnte meine Kompetenz im Umgang mit Forschung erweitern. Ich habe auch herausgefunden oder gelernt, wie man komplexe Projekte, nicht nur Beratung für einzelne Klientinnen und Klienten, kleine Settings, sondern ich bin befähigt worden, komplexe Projekte mit grossen Akteursgruppen, auch interdisziplinären Akteursgruppen zu leiten und die durchzuführen. Ich bin fähig, mich in dem interdisziplinären Kontext zu bewegen und hier Prozesse und Strukturen zu etablieren, dass wir eben einen interdisziplinären Kontext aufhalten können. Ich konnte das Studium gut abschliessen. Es war nicht ein ganz einfacher Weg. Es hat auch gewisse Steine. Es hat Bildungsinhalte, es hat komplexe Bildungsinhalte. Und das verursacht halt auch Schwierigkeiten. Aber ich bin rückblickend durchaus froh, habe ich mich diesen Schwierigkeiten gestellt und habe mich auf die Bildungsinhalte eingelassen, wie es ein guter Weg ist. Ich habe mir erhofft, dass ich befähigt werde, innovative Lösungen in der sozialen Arbeit zu kreieren. Also in meiner Disziplin, in der Profession, innovative Lösungen zu kreieren. Vielleicht auch mal ein bisschen quer zu denken. Und das hat mich befähigt, das Studium, und das war der grosse Gewinn, dass ich manchmal ein bisschen querdenken und es mal anders machen, wie man es früher gemacht hat. Das war der grosse Gewinn. Innovation. Ich fühle mich gut. Ich habe sehr Freude in meinem Arbeitsalltag.